Sie ist fies. Sie ist hässlich. Sie ist die Waffe, die Bodentruppen anfordern, wenn sie in der Klemme stecken. Sie wurden beschossen und brauchten sofort Unterstützung. Ihre Gatling-Maschinenkanone hat enorme Feuerkraft. Sie feuert 70 Schuss pro Sekunde. Schon der Sound macht Angst. Mit der A-10 Thunderbolt beginnt eine neue Ära der Luftnahunterstützung. Jeder Aspekt der A-10 war eine radikale Innovation. Sie war das umstrittenste Flugzeug der Luftwaffe. Die A-10 ist das Gegenteil eines stromlinienförmigen High-Speed-Designs. Die US Air Force bevorzugt Jagdflugzeuge, die mehr Prestige haben. Die Air Force wollte dieses Flugzeug nicht einsetzen. ...2012. Operation Enduring Freedom, Afghanistan. Die NATO führt seit 11 Jahren Krieg gegen die Taliban. Über 90.000 US-Soldaten sind im Land. Die A-10 Thunderbolt ist auch da. Die A-10 ist von Anfang an ein wichtiger Teil der Operation. Lieutenant Colonel Paul Zukowski ist Kommandeur des 104. Jagdgeschwaders in Afghanistan. Wir waren mit den A-10-Jets rund um die Uhr im Einsatz. Die Maschinen waren Tag und Nacht in der Luft. Im Mai 2012 verkündet US-Präsident Barack Obama, dass die Operation Enduring Freedom bald beendet wird. Wir sind jetzt unified behind a plan to responsibly wind down the war in Afghanistan. Die Soldaten zählen die Tage, bis sie nach Hause zurückkehren dürfen. Aber die Taliban haben andere Pläne. Sie haben nicht vor, die Amerikaner lebend aus dem Land zu lassen. Juni 2012. Auf der Bagram Airbase machen Zukowski und sein Wingman ihre A-10-Jets startbereit. Kaum in der Luft wird aus dem Routineflug ein Ernstfall. Wir wurden informiert, dass Bodenstreitkräfte Hilfe brauchten. Unsere Leute standen unter Beschuss und forderten Unterstützung an. Es ist ein 90-köpfiges Special Operations Team. Die Soldaten sind auf dem Rückweg von einem Einsatz im Taliban-Gebiet. Sie waren auf dem Weg zu einer Hubschrauber-Landezone. Die lag auf einem Gebirgskamm zwischen zwei Flüssen. Dort sollten die Männer abgeholt werden. Ihre Mission war beendet. Sie sollten nach Hause fliegen. 3 Kilometer unterhalb der Landezone wird das Team von Taliban-Kämpfern angegriffen. Der Landeplatz ist für sie nun so gut wie unerreichbar. Es wurde so heftig geschossen, dass überhaupt kein Hubschrauber hätte landen können. Die Soldaten am Boden sind umzingelt. Sie haben nur eine Chance, da lebend rauszukommen. Die A-10. Am Boden standen 90 unserer Männer unter feindlichem Beschuss. Wir mussten da rein und ihnen helfen. Wir gaben Gas und flogen so schnell wir konnten. Wenn Marine- oder Armeetruppen vom Feind überrannt werden, kann ihnen ein Flugzeug helfen. Die A-10. Die A-10 Thunderbolt 2 wird Warthog, Warzenschwein, genannt. Oder auch nur The Hawk, das Schwein. Die Warthog ist die wichtigste Luftnahunterstützung der US Air Force. Luftnahunterstützung bedeutet, die Soldaten am Boden zu schützen. Wir sorgen dafür, dass sie effektiv und sicher auf einem komplexen Schlachtfeld operieren können. Dafür haben wir reichlich Feuerkraft an Bord. Feuerkraft ist die Spezialität der A-10. Die Warthog ist im Grunde genommen ein Geschütz, das fliegen kann.
Die A-10 ist mit dem Geschütz GAU-8 Avenger ausgerüstet. Die Piloten nennen es einfach The Flying Gun, die fliegende Kanone. Es ist 6,40 Meter lang und das schwerste an einem Flugzeug montierte Automatikgeschütz. Es wiegt mehr als 1800 Kilo. Im Magazin stecken über 1000 Schuss 30 mm Munition. Die A-10 feuert fast 70 Schuss pro Sekunde. Es kann gepanzerte Fahrzeuge, Panzer, Schützenpanzer und natürlich leichtere Ziele zerstören. Wir setzen es gegen bewegliche und statische Ziele wie zum Beispiel Gebäude ein. Eigentlich gegen alles, wofür man eine wirklich schlagkräftige Waffe braucht. The Gun ist nicht nur leistungsstark, sie ist präzise. Aus 1200 Metern Höhe trifft die Warthog ihr Ziel bis auf 12 Meter genau. Alles innerhalb dieses 12-Meter-Radios hat Pech gehabt. Das 30-mm-Geschütz ist nur ein Teil des Waffenarsenals der A-10. Wir können so ziemlich alles, was die Air Force auf Lager hat, laden und bei unseren Einsätzen verwenden. Die äußeren Masten sind für leichtere Waffen, insbesondere Luft-zu-Luft-Raketen. Weiter innen sind Sensoren, Leuchtmunition oder zusätzliche Raketen montiert. Ganz innen hängen die schweren Waffen, wie Luft-Boden-Präzisionslenkwaffen. Auch die Bomben werden hier geladen. Das hier ist ein Dreifach-Auswurfträger. Er kann drei 220 Kilogramm schwere Bomben tragen. Man kann auch Raketenwerfer mit je 7 Raketen auf jeder dieser Stationen montieren. Die Vielfalt und schiere Menge an Waffen ist enorm. Sie wird keine Schönheitswettbewerbe gewinnen, aber die A-10 und ihre Piloten haben vielen amerikanischen Soldaten das Leben gerettet. Wenn ich meinen Job mache, kommen mehr amerikanische Männer und Frauen heil nach Hause. Zhirkovsky und Major Cisneros rasen durch den Himmel über Afghanistan. Nach 20 Minuten sind sie vor Ort. Als wir ankamen, war schon andere Luftunterstützung vor Ort. Da war eine AC-130, eine MC-12 und ein B-1-Bomber über ihr. Schnell wird den A-10-Piloten klar, dass es nicht nur am Boden schlecht aussieht, sondern auch am Himmel. Es braute sich ein ziemlich heftiges Gewitter zusammen. Die Taliban nutzten das aus. Sie hatten auf das Unwetter gewartet, bevor sie ihren Angriff starteten. Als das Unwetter näher kommt, müssen die Flugzeuge tiefer fliegen. Ein Risiko wegen der wolkenverhangenen Berge. Aber die A-10 ist für den Tiefflug konstruiert. Wir können bei schlechtem Wetter arbeiten. Wir können auf geringer Höhe fliegen und den Jungs am Boden Feuerunterstützung geben, wenn sie sie brauchen. Die anderen Flugzeuge sind dafür gemacht, schnell und hoch zu fliegen. Die Regenwolken sind für sie ein Risiko. An dem Punkt konnten sie unterhalb des Unwetters nicht mehr sicher operieren. Eins nach dem anderen drehte ab, weil sie keine Unterstützung bieten konnten. Die A-10-Piloten können kaum noch den Boden sehen. Das Unwetter machte uns zu schaffen. Wenn es regnet, sieht man nicht mehr viel. Und auch die Sensoren funktionieren nicht mehr gut. Um die Bodentruppen zu orten, müssen sich die A-10-Piloten auf ihre Funkgeräte verlassen. Für die meisten Kampfjets wäre das schwierig. Die A-10 ist jedoch darauf optimiert, direkt mit den Truppen am Boden zu kommunizieren. Luftunterstützung funktioniert nur mit einwandfreier Kommunikation zwischen den Piloten und den Bodentruppen. Wir müssen mit ihnen reden können. Dafür habe ich gleich drei Funkgeräte hier links. Damit kann ich mit so ziemlich jedem sprechen und den Einsatz koordinieren. Warthog-Piloten stehen drei verschiedene Funknetze zur Verfügung. Über das erste können sie mit den Bodentruppen sprechen. Das zweite Netzwerk dient der Kommunikation mit anderen Flugzeugen. Das dritte Funknetz verbindet die A-10 mit einem JTAC oder Joint Terminal Air Controller. Das ist ein Offizier am Boden, der den gesamten Einsatz überwacht. Die Funkgeräte sind von entscheidender Bedeutung. Dank ihnen wissen wir, was unter uns passiert und können darauf reagieren, was sich auf dem Schlachtfeld entwickelt. In Afghanistan nehmen Zhirkovsky und Cisneros Funkkontakt mit den Bodentruppen auf.
Wir haben keine guten Nachrichten. Die Soldaten standen unter Beschuss. Die Schüsse kamen aus nördlicher und westlicher Richtung. Die beiden A-10-Piloten zögern, ihre Kanonen einzusetzen. Das Risiko, die eigenen Leute zu treffen, ist groß. Es ist sehr schwierig, die Soldaten in dem felsigen Gelände zu sehen. Sie tragen Tarnkleidung und die erfüllt ihren Zweck. Die Situation am Boden spitzt sich zu. Die Taliban kommen immer näher. Wenn wir nicht eingreifen, werden die Männer von den Taliban überrollt. Da unten sind 90 Männer in Lebensgefahr. Die A-10-Jets müssen den Feind abwehren, bevor es zu spät ist. Noch kreisen die Maschinen in niedriger Höhe über dem Einsatzgebiet. Die Soldaten unter ihnen sind von Taliban-Kämpfern umzingelt. Dann wurde der Regen stärker. Ich hatte Bedenken wegen der Treffsicherheit. Die Sicht ist sehr schlecht. Die Gefahr, die eigenen Leute zu treffen, ist groß. Sarkowski teilt den Soldaten am Boden über Funk seinen Plan mit. Ich entschied mich für eine weiße Phosphorrakete. Beim Einschlag entsteht eine große Rauchwolke. Eine gute Orientierungshilfe am Boden. Die Rakete funktioniert. Die Bodentruppen lotsen Sarkowski per Funk näher an sein Ziel heran. Mit dem Einschlagort der Rakete als Referenzpunkt konnten sie mir das Ziel nennen. Ich sollte etwas weiter nördlich zielen. Die A-10 setzt zum Todesstoß an. Beim nächsten Überflug schickte ich 300 Schuss Munition auf den Bergkamm nördlich der Rakete. Bei so einem Wetter sieht man die Geschosse durch die Wirbel in der Luft. Die Kugeln selbst sieht man nicht, aber eben diese Verwirbelung, da wo das ganze Metall durch die Luft fliegt. Die A-10 dreht noch eine Runde. Der Pilot kann wegen der Wolken nicht sehen, ob er sein Ziel trifft. Aber die Bodentruppen geben positive Signale. Beim letzten Durchgang kam die Bestätigung. Der letzte Angriff war ein Volltreffer. Schließlich können die zwei Transporthubschrauber landen. Ein sehr erfolgreicher Einsatz. Wir haben alle 90 Männer rausgeholt. Die A-10 ist stabil, belastbar, zuverlässig. Das sind die Stärken des bevorzugten Erdkampfflugzeugs der US Air Force. Der Einsatz hat gezeigt, was die A-10 kann. Bei schlechtem Wetter tief fliegen und mit zielgenauem Feuer die Jungs am Boden unterstützen. Nicht schlecht für ein Flugzeug, das die Air Force eigentlich gar nicht haben wollte. 1965. Die US Air Force und die US Army sind im Krieg. Nicht nur in Vietnam, sondern auch gegeneinander. Der Kampf schwelt schon seit Jahren. Die Air Force hat im Koreakrieg noch eng mit der Army zusammengearbeitet. Aber ab Ende der 50er Jahre gingen die Interessen der Streitkräfte auseinander. Rebecca Grant ist Luftwaffenhistorikerin und Verteidigungsexpertin. Im Zweiten Weltkrieg war die Luftnahunterstützung eine der Hauptaufgaben der Luftstreitkräfte. Aber in den 50ern gewannen die Atomwaffen an Bedeutung. Luftnahunterstützung wurde vernachlässigt. Für die Air Force gehört die Luftnahunterstützung der Vergangenheit an. Sie glaubt, die Kriege der Zukunft werden in der Luft gewonnen. Die Air Force glaubte, im nächsten Krieg würde sich alles um Atomwaffen drehen, für die man Bomber und Abfangjäger brauchte, aber kaum mehr Bodentruppen. Für diese neue Art von Krieg investiert die Air Force viel Geld in schnelle Bomber. Die neuen Jets sollten als Abfangjäger dienen oder um Atomwaffen zu ihren Zielen zu bringen. In den 1950er Jahren gab es kein speziell für die Luftnahunterstützung entwickeltes Flugzeug. Was die Strategie im Kalten Krieg angeht, mag die Air Force richtig gelegen haben. Aber mit dem Vietnamkrieg hat sie nicht gerechnet.
Im Dschungel von Südostasien sind Bodentruppen ein wichtiger Teil der Strategie. Die hochfliegenden Air Force Jets können sie kaum unterstützen. Als immer mehr US-Soldaten in Vietnam landeten, begriff die Air Force, dass sie die Luftnahunterstützung zu Unrecht vernachlässigt hatte. Als immer mehr Soldaten getötet werden, beschließt die US Army zu handeln. Sie entwickelt ein eigenes Konzept für die Luftnahunterstützung. Juni 1966. Die US Army enthüllt ihre Pläne für einen Angriffshubschrauber. Sie nennen ihn Cheyenne. Er soll die Air Force Bomber in den Schatten stellen. Das Cheyenne-Programm war der Versuch der US Army, auf eigene Faust eine Luftnahunterstützung aufzubauen. Der Cheyenne ist schnell und schwer bewaffnet und sehr teuer. Die Air Force ist alarmiert. Wenn das Cheyenne-Programm genehmigt wird, ist ihr eigener Auftrag für die Luftnahunterstützung in Gefahr, inklusive des entsprechenden Budgets. Als Reaktion auf den Cheyenne entwickelte die Air Force ein eigenes Konzept. September 1966, Pentagon. General John P. McConnell startet eine neue Air Force-Initiative, das Attack Experimental Program. McConnell hatte kein Interesse an der Nahunterstützung. Aber er wollte auch nicht derjenige sein, der dafür verantwortlich ist, wenn diese Aufgabe komplett an die Army geht. Pierce Spray ist Verteidigungsexperte und Ingenieur. Er verfasste die Vorgaben für die A-10. Unser Ziel war es, ein extrem leistungsfähiges Kampfflugzeug zu sehr niedrigen Kosten zu entwickeln. Billiger und effektiver als der Cheyenne. Vietnam ist nicht der einzige Krieg, der dem Pentagon Sorgen macht. Am Eisernen Vorhang stehen sowjetische Panzer, für den Fall, dass aus dem Kalten Krieg ein heißer wird. Das neue Flugzeug muss zwei Aufgaben erfüllen: Soldaten schützen und die sowjetische Bedrohung abwehren. Die US Air Force brauchte unbedingt eine spezialisierte Luftnahunterstützung, die auch Panzer zerstören kann. Ein ganz neues Anforderungsprofil. Statt schnell und hoch fliegen zu können, muss das neue Flugzeug genug Treibstoff an Bord haben, um möglichst lange über dem Schlachtfeld kreisen zu können. In erster Linie muss es nah genug herankommen, um das Ziel zu identifizieren. Das Flugzeug musste mindestens 2 Stunden über dem Schlachtfeld bleiben können. Und das neue Flugzeug muss einiges aushalten können. Das Flugzeug muss Treffern von Maschinengewehren, kleinen Kanonen und sogar schultergestützten Fernlenkraketen standhalten können. Und dann wieder nach Hause fliegen. Und es braucht jede Menge Feuerkraft. Man braucht präzise Feuerkraft. Die Feuerkraft muss den Feind eliminieren, ohne die eigenen Soldaten zu verletzen. Und sie muss Panzer oder gepanzerte Truppentransporter durchschlagen können. Eine erste Ausschreibung startet 1967. Dieses Flugzeug soll ganz anders sein als alles, was die Air Force je entwickelt hat. Fast jeder Aspekt der A-10 war eine radikale Innovation. Nach einer weiteren Ausschreibung 1970 wählt die US Air Force 2 Finalisten. Grumman A-9 und Fairchild Republic A-10. Beide Hersteller bekommen den Auftrag, einen Prototyp zu bauen. Die Air Force hatte über die Jahre viele Prototypen gebaut. Aber noch nie gab es die Situation, dass verschiedene Modelle in direkter Konkurrenz auf demselben Gebiet antraten. Das war völlig neu. Dezember 1972, Edwards Air Force Base, Kalifornien. Die Fairchild Republic A-10 tritt gegen die Northrop Grumman A-9 an. Die Fairchild wird gewinnen. Bei Manövrierbarkeit, Reichweite und bei den Waffentests. Die A-10 war im Tiefflug und beim Bombardieren deutlich präziser als die A-9.
Nicht unbedingt doppelt so gut, aber besser. Auch was die Reichweite angeht, schnitt sie deutlich besser ab, weil die Grumman A9 einfach viel zu schwer war. Und auch was die Überlebenschancen des Piloten anging, war die A10 eindeutig besser. Es war nicht schwer, den Gewinner zu bestimmen. Das Ergebnis war sonnenklar. 30. März 1976, Air Force Base Langley. Die US Air Force präsentiert die Fairchild Republic A10, das einzige Flugzeug der Air Force, das ausschließlich für die Luftnahunterstützung entwickelt wurde. Schon rein äußerlich fällt die A10 aus dem Rahmen. Die A10 war alles andere als stromlinienförmiges Highspeed-Design. Sie wurde Warzenschwein getauft, weil sie überall Warzen und Beulen hatte. Hässlich wie die Nacht. Viele in der Air Force sind skeptisch. Fast alle Generäle mochten sie nicht. Sie glaubten, die A10 würde die eigentliche Kompetenz der Air Force schwächen, nämlich Bomber- und Mehrzweckkampfflugzeuge. Aber die Piloten lieben die A10 von Anfang an. Die A10 ist ein wunderbares Flugzeug. Sie ist einfach zu fliegen, sie ist stabil. Sie gibt dir das Gefühl, mit ihr deinen Job erledigen zu können, damit die Jungs heil nach Hause kommen. Ihre Aufgabe ist, Bodentruppen zu unterstützen. Gleichzeitig ist sie so konstruiert, dass sie auch ihrem Piloten guten Schutz bietet. Dank ihrer hoch angebrachten geraden Flügel ist sie auch in niedriger Höhe und bei langsamer Geschwindigkeit sehr wendig. Und sie kann auf kleinen Flugplätzen starten und landen. Wegen ihrer Wendigkeit ist die A10 schwer zu treffen und sie ist schwer zu orten, dank der Lage ihrer Triebwerke. Die Motoren sitzen so hoch, damit die Abgase über das Heck und zwischen den beiden vertikalen Stabilisatoren abgeleitet werden. Dadurch sind sie für Infrarotsysteme schwerer zu erfassen, zum Beispiel für wärmegesteuerte Lenkwaffen. Und wenn die Warthog doch einmal getroffen wird, kann sie einiges wegstecken. Unter dem Cockpit und direkt dahinter ist das Flugzeug mit Titan gepanzert. Das schützt vor Artilleriebeschuss vom Boden. Sie kann panzerbrechenden Flugabwehrprojektilen von bis zu 23 mm widerstehen. Die Piloten sind überzeugt von dem Konzept. Aber zu Beginn ihrer Karriere macht die A10 Probleme. Dritter Juni 1977, der Le Bourget-Flughafen in Paris. Die A10 wird bei der weltweit wichtigsten Luftfahrtmesse auftreten. Die Pariser Luftfahrtschau fand zum ersten Mal 1909 statt. Sie ist die Luftfahrtmesse für Flugzeuge und die neuesten Entwicklungen. Sam Nelson soll das neue Modell von Fairchild Republic vorstellen. Er ist Testpilot der A10 seit 1972. Sam Nelson stieg in das Flugzeug und startete ohne Zwischenfälle. Er wollte zum Schluss einen Looping auf niedriger Höhe fliegen, um das Publikum zu beeindrucken. Aber am Ausgang des Loopings sieht jeder, dass die A10 viel zu niedrig fliegt. Und dann passiert das Unvorstellbare. Die Air Force wollte mit ihrer neuesten Entwicklung, einem Flugzeug eigens für Luftnahunterstützung, groß auftrumpfen. Aber die Präsentation endet in einer Katastrophe. Die Pariser Luftfahrtschau begann heute mit einer Tragödie. Die A10 schlägt auf dem Boden auf. Schwarzer Rauch und Flammen schießen heraus. Ein tödlicher Crash. Pilot Sam Nelson stirbt auf dem Weg ins Krankenhaus. Sam Nelson war ein sehr erfahrener Pilot. Er wusste, dass die A10 ein gutes Flugzeug ist. Aber er wurde übermütig und hat es übertrieben. Juni 1978, Edwards Air Force Base. Ein Jahr nach der Pariser Luftfahrtschau testet ein Pilot neue Munition für die A10 Gatling-Kanone. Plötzlich fängt die Kanone an zu brennen. In 600 Metern Höhe schaltet das Flugzeug in den Notfallmodus. Der Pilot löst den Schleudersitz aus. Er wird schwer verletzt. Die A10 explodiert am Boden.
Wieder schlechte Presse für die A10. Und wieder ein willkommenes Argument für die, die das Flugzeug von Anfang an für einen Fehler hielten. Es verging keine Woche, in der nicht irgendein Air Force-General versuchte, die A10 loszuwerden. Das A10-Projekt scheint gescheitert. Aber es herrscht kalter Krieg. Die sowjetischen Panzer sind immer noch eine Bedrohung. Die Army drängt die Air Force an der A10 festzuhalten. Die Army wusste, dass die USA als Supermacht die A10 für die Luftnahunterstützung brauchte. 12 Jahre lang müssen die Befürworter der A10 warten. Dann kann die War Talk zeigen, was sie leisten kann. August 1990. Saddam Hussein marschiert ins benachbarte Kuwait ein. Regierungen weltweit sind alarmiert. Hussein hat nun Zugang zu Kuwaits gewaltigen Erdölreserven. Im November verabschiedet der UN-Sicherheitsrat eine Resolution. Hussein soll sich aus Kuwait zurückziehen. Mr. Saddam Hussein, you simply do what the world is calling upon you to do. Get out. Aber der irakische Diktator weigert sich. Er kündigt die Mutter aller Kriege an. Luftwaffengeneral Charles Horner erklärt die Strategie für den sich abzeichnenden Krieg. We've worked hard to bring together this very complex and very large campaign plan. Er spricht von Tarnkappenflugzeugen und Bombern. Die A10 erwähnt er nicht. General Horner hasste das Flugzeug. Er wollte es nicht einsetzen. Lieutenant Colonel Tom Norris war während des ersten Golfkriegs A-10-Pilot. Die Air Force behandelte das Flugzeug wie ein Stiefkind. General Horner glaubte, der F-15E und der F-16 könnten die Luftnahunterstützung übernehmen. Aber der Befehlshaber der Koalitionstruppen Norman Schwarzkopf hat andere Vorstellungen. Er ist Army-General. Luftnahunterstützung ist ihm wichtig. General Schwarzkopf sorgte dafür, dass die A-10s vor Ort waren. Er fand es irrsinnig, dass ein zur Luftabriegelung konzipiertes Flugzeug zur Luftnahunterstützung eingesetzt werden sollte. We have a campaign plan. We're going to follow that campaign plan until we accomplish the objectives set out by the United Nations resolutions and as announced by the President of the United States. Schwarzkopfs Unterstützung ermutigt die A-10-Piloten. Wir waren begeistert, dass es endlich losging. Und wir waren stolz, dass General Schwarzkopf uns haben wollte, denn er stand für die Bodentruppen. Februar 1991, im Nordwesten des Irak. Norris ist mit anderen A-10-Maschinen auf Nachtpatrouille. Plötzlich beginnt sein Funkgerät zu summen. It was an emergency cast call. Das war ein Notruf. Ein Team war in einen Hinterhalt geraten. Der Feind hatte die Soldaten umzingelt. Sie hatten keine Chance zu entkommen. Feind nähert sich aus dem Osten, noch etwa 300 Meter entfernt. Ich hörte an ihren Stimmen, dass sie in ernsten Schwierigkeiten waren und Hilfe brauchten. Norris und sein Kollege geben vollen Schub und sind in nur wenigen Minuten vor Ort. Unter ihnen herrscht das Chaos. Ich guckte aus meiner Kuppel nach unten und sah, wie die Projektile durch die Luft flogen. Lauter kleine rot-orangene Leuchtpunkte, die den Soldaten um die Ohren flogen. Ich konnte nicht genau sehen, woher sie kamen. In der Dunkelheit sind Freund und Feind nur schwer voneinander zu unterscheiden. Wir hatten keine Infrarotsensoren im Flugzeug, um Objekte am Boden erkennen und Ziele ausmachen zu können. Aber die Piloten haben gemeinsam mit den Bodentruppen trainiert. Das wird sich jetzt auszahlen. Der Chefpilot wusste genau, welche Ausrüstung die Soldaten bei sich hatten. Er fragte, ob sie Stroboskoplampen dabei hätten. Sie gehörten zur Grundausstattung. Die Warthog-Piloten sind für ihren Einfallsreichtum bekannt. Sie haben einen Plan.
Ich sag euch jetzt, was ihr machen sollt. Ihr grabt ein Loch, schaltet die Stroboskoplampe ein und legt sie in das Loch. So konnten wir ihre Position genau bestimmen. Der Beschuss um sie herum, das war der Feind. Die Bodentruppen geben den Startschuss. Dann feuerten wir mit unseren 30mm Geschützen. Und wir machten sie fertig. Weil wir sehr schnell umdrehen und wieder angreifen können, konnten wir ständigen Druck ausüben. Wegen ihrer großen Reichweite kann die A-10 auch längere Gefechte durchstehen. Am Ende sind 60 irakische Soldaten tot. Die Warthogs sind unbeschadet. Eine Dreiviertelstunde später war die Sache erledigt. Und die A-10 hat sich nicht nur in der luftnahen Unterstützung bewährt. Auch sonst ist sie nicht zu unterschätzen. Die A-10 hat mehr Scud-Raketen-Abschussrampen zerstört als jedes andere Flugzeug. Scuds konnten chemische Gefechtsköpfe tragen und alles Mögliche. Sie können vom Irak aus bis nach Israel fliegen. Die A-10 hat jede Menge von ihnen platt gemacht. Und auch mit Flugabwehrsystemen kommt die A-10 gut zurecht. Für solche Einsätze waren eigentlich Jets wie die F-16 und F-15E vorgesehen. Eine F-16 hatte am Tag zuvor das Ziel verfehlt. Also schickten sie die A-10s los. Und die machten die Sache klar. Das Ziel war komplett zerstört. Insgesamt fliegen die A-10-Jets im Irak 8.100 Einsätze. Sie zerstören über 1.000 irakische Panzer, 2.000 Militärfahrzeuge und über 1.200 Artilleriegeschütze. Denen haben wir es gezeigt. Die Warthog ist eine erfolgreiche Low-Tech-Waffe in diesem Hightech-Krieg. Sogar General Horner ist beeindruckt. Am dritten Kriegstag schrieb er: Ich nehme alles zurück, was ich je über die A-10 gesagt habe. Sie retten uns den Arsch. General Horner. Aber die A-10-Piloten haben wenig Zeit, ihren Erfolg zu genießen. Zurück in den Vereinigten Staaten folgt schnell die Ernüchterung. Wir waren gerade zurück, als wir erfuhren, dass die meisten A-10s ausgemustert werden sollen. Angesichts der Erfolge des Flugzeuges war das ein Schlag ins Gesicht. Viele A-10-Piloten ahnen, was dahinter steckt. Sie haben viel mehr A-10s abgewrackt als F-16s. Sie wollten dieses Flugzeug einfach nicht haben. Aber auch wenn die A-10 bei der Air Force nicht beliebt ist, bei der Army ist sie es. Dank ihres Streetfighter-Images überlebt die A-10. Und ein paar Jahre später beweist die A-10 ihre Stärke bei einem wichtigen Einsatz erneut. Sie rettet einen abgeschossenen Piloten. 24. März 1999. Die NATO startet einen Krieg gegen Serbien-Montenegro. Auslöser sind die Berichte über Gräueltaten der Serben im Kosovo. We all agree that we cannot allow President Milosevic to continue the aggression with impunity. Die NATO bombardiert militärische Einrichtungen und auch Straßen, Eisenbahntrassen, Brücken und Flughäfen, um den Nachschub der serbischen Armee abzuschneiden. Plötzlich bekommen die A-10-Geschwader einen dringenden Anruf. Die Serben haben einen von Amerikas modernsten Kampfjets abgeschossen. Eine F-117 Nighthawk. Nach Angaben der jugoslawischen Armee wurde der Stealth Fighter von einer Bodenluftrakete abgeschossen. Der Pilot kann sich per Schleudersitz retten, aber er landet mitten im Feindesland. Wir starteten eine Such- und Rettungsmission, um ihn da rauszuholen. Colonel John Cherry war während des Balkankrieges A-10-Commander. Wir mussten uns auch klar machen, welchen strategischen Wert der Pilot für den Feind haben würde. Ein F-117-Pilot in serbischer Gefangenschaft wäre ein großer strategischer Verlust für die NATO gewesen.
Die Such- und Rettungsmission beginnt. Cherry und 5 weitere A-10-Piloten machen sich auf den Weg. Wir starteten um 21.45 Uhr, ungefähr eine Stunde, nachdem wir von dem Abschuss erfahren hatten. Das Problem ist, dass sie nicht genau wissen, wo sie suchen müssen. Wir hatten 5 verschiedene Koordinaten, wo der Überlebende sein könnte. Aber die waren über mehr als 120 Kilometer verteilt. 120 Kilometer sind kein großes Gebiet für eine A-10. Aber der Einsatz ist gefährlich. Das serbische Radar ist in höchster Alarmbereitschaft. In dem Gebiet standen viele Bodenluftraketen und wir wussten, dass sie auf uns gerichtet waren. Cherry fliegt außerhalb der Reichweite der Raketen. Er versucht aus großer Höhe, den Piloten zu orten. Die A-10 hat ein automatisches Peilgerät im UHF-Frequenzbereich. Wenn ein Pilot sein Funkgerät benutzt, kann das Flugzeug das Signal selbstständig erfassen und mir sagen, wo der Pilot ist. Während er am Himmel kreist, hört Cherry eine Stimme über Funk. Es ist der Pilot. Die A-10 steuert in Richtung des Signals. Ab da konzentriere ich mich darauf, ob er in Sicherheit ist. Aber Cherry ist nicht der Einzige, der das Signal verfolgt. Die Serben saßen auch an den Funkgeräten. Je mehr der Pilot über Funk sprach, desto schneller konnten auch sie ihn orten. Wenn die Serben den Piloten zuerst finden, ist die Aktion gescheitert. In den letzten Nächten hatten wir etliche Ziele in der Gegend beschossen. Wir wussten, dass die Leute nicht besonders nett auf einen amerikanischen Kampfpiloten zu sprechen sein würden. Die A-10-Piloten wissen, dass das Schicksal des Piloten in ihren Händen liegt. Wenn ich mir vorstellte, wie er auf dem Boden kniet, mit einer Pistole am Kopf, wir mussten ihn da rausholen. Die Warthogs haben den Piloten geortet. Aber die Serben sind ihnen dicht auf den Fersen. Es ist ein Wettlauf gegen die Zeit. Die Serben kommen dem schwer verletzten amerikanischen Piloten immer näher. John Cherry weiß, dass es zu spät ist, wenn er nicht bald herausgeholt wird. Als Commander musste ich entscheiden, ob der Pilot abholbereit ist. Als ich mir relativ sicher war, beschloss ich, die Hubschrauber loszuschicken. Die serbischen Raketen sind abschussbereit und die A-10-Piloten wissen, dass die Hubschrauber leichte Beute sind. Deshalb starten sie ein Täuschungsmanöver. Während die Hubschrauber sich im Tiefflug dem Piloten näherten, flogen wir aus dem Gebiet heraus. Die A-10-Jets ziehen ab. Die ganze Zeit zielen die Serben mit ihren Bodenluftraketen auf sie. Mit den gleichen, mit denen sie die F-117 abgeschossen hatten. Eines unserer besten Tarnkappenflugzeuge war gerade abgeschossen worden und ich saß im auffälligsten Flugzeug der Air Force. Aber Cherrys Plan funktioniert. 2 Helikopter können landen und die A-10-Piloten bekommen endlich die Entwarnung, auf die sie gewartet haben. Als wir wussten, dass er an Bord ist und aus dem serbischen Luftraum raus, waren wir enorm erleichtert. Der Einsatz hat sich gelohnt. Wir haben ihn rausgeholt. Mit der Rettung des abgestürzten Piloten hat sich die A-10 einmal mehr bewiesen. Die A-10 ist für die Zusammenarbeit mit Bodentruppen entwickelt worden und fliegt relativ langsam. Nach dieser Aktion war klar, dass sie sich auch hervorragend für Such- und Rettungseinsätze eignet. Inzwischen ist die A-10 nicht nur der Liebling der Piloten. Auch die Techniker, die sie warten, mögen die Warthog. Die A-10 ist ein cooles Flugzeug.
Ihre Wartung ist total unkompliziert. Sie ist nicht nur unkompliziert, sie ist auch vergleichsweise billig. Ihre Wartungskosten liegen bei etwas mehr als $19,000 pro Flugstunde. Das sind die niedrigsten in der ganzen Air Force. Die A-10 ist robust. Sie steckt schlechtes Wetter weg, sie steckt Beschuss weg. Sie ist fast unzerstörbar. Das ist einer der wichtigsten Pluspunkte bei der Wartung. Das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt. Und das sollte sich auch wieder beweisen. Erneut im Irak. April 2003. Irak. Kämpfe wüten in Bagdad. Amerikanische und alliierte Soldaten rücken im Südosten der Stadt vor. Irakische Truppen versuchen, sie aufzuhalten. An diesem Tag bekamen wir einen Anruf, dass Truppen in Gefahr waren und Hilfe brauchten. Lieutenant Colonel Kim Campbell diente während des Irakkriegs als A-10-Pilotin. Sie wurde Killer Chick genannt. Sie standen unter Beschuss und brauchten sofortige Unterstützung durch unsere Flugzeuge. Schon wenig später kreisen die Piloten über einem heftigen Feuergefecht. Es sieht nicht gut aus für die amerikanischen Soldaten. Sie wurden von Mitgliedern der irakischen republikanischen Garde beschossen. Und sie hatten kaum noch Munition. Wir wussten, die Lage war ernst. Wir mussten so schnell wie möglich da rein. Die Warthogs verschwenden keine Zeit. Sie fliegen direkt ins Gefecht hinein. Wir feuerten mit der Gatling-Kanone und schossen Raketen auf die feindlichen Stellungen ab. Die US-Soldaten bringen sich in Sicherheit. Aber die irakischen Kämpfer geben so schnell nicht auf. Als die A-10-Jets abdrehen, feuern die Iraker mit Abwehrraketen und Granatwerfern. Ich war relativ tief geflogen, um die Raketen abzuschießen und war gerade dabei, wieder zu steigen. Plötzlich spürte ich einen heftigen Einschlag am Heck des Flugzeugs. Ich wusste sofort, der Feind hatte mich getroffen. Der Einschlag drückt die Nase der Warthog nach unten. Lieutenant Colonel Campbell sieht die 11 Millionen Stadt Bagdad unter sich. Ich sah Bagdad unter mir und wusste, hier will ich nicht abspringen. Ich konzentrierte mich darauf, das Flugzeug wieder unter Kontrolle zu bekommen. Campbell macht sich ein Bild von dem Schaden. Sie erkennt sofort, dass es nicht gut aussieht. Im Cockpit blinkten die Warnleuchten. Es war sehr laut. Das Flugzeug ließ sich nicht steuern. Die hydraulischen Systeme funktionierten nicht mehr. Der Treffer hatte die Hydraulik zerschossen. Die Hydraulik bewegt die Leitwerke des Jets und das Fahrwerk. Für die meisten Flugzeuge wäre der Verlust der Hydraulik der sichere Absturz. Aber nicht für die robuste A-10. Wenn ein Hydrauliksystem ausfällt, springt ein zweites System ein. Wenn beide Hydrauliksysteme versagen, stellen wir auf manuelle Steuerung um. Die A-10 ist das einzige Kampfflugzeug der Air Force mit dieser mechanischen Steuerung. Um sie zu aktivieren, legt der Pilot nur einen Schalter um. Der deaktiviert das Hydrauliksystem. Jetzt kann der Pilot das Flugzeug mit mechanischen Seilzügen steuern. Der Pilot lenkt das Kampfflugzeug mit reiner Muskelkraft. Es ist ein bisschen so, als würde man einen Sattelschlepper ohne Servolenkung fahren. Mit 600 Sachen. Die manuelle Flugzeugsteuerung funktioniert wie in den Anfängen der Fliegerei. Campbell kündigt der Basis ihre Ankunft per Funk an. Nur 3 A-10-Piloten haben jemals eine manuelle Landung versucht. Einer der 3 hat das nicht überlebt.
Mein Bauchgefühl sagte mir, ich sollte versuchen, das Flugzeug zu landen. Die A-10 hatte mir immer gute Dienste geleistet und ich war nicht bereit, sie aufzugeben. An der Landebahn warten schon die Rettungskräfte. Campbell ist so auf die Landung konzentriert, dass sie gar nicht bemerkt. Nach der Landung sieht Campbell, wie schwer das Flugzeug getroffen wurde. Ich hatte hunderte von Löchern im Rumpf und Heck des Flugzeugs und ein riesiges, fußballgroßes Loch im Höhenleitwerk. Ich wusste, wenn ich an diesem Tag ein anderes Flugzeug geflogen hätte, wäre die Sache wahrscheinlich anders für mich ausgegangen. Trotzdem hat die A10 weiter einen schweren Stand. Keinen Monat später verbreitet sich das Gerücht, dass die Air Force die Warthog abschaffen will. Einige der Systeme, die wir heute einsetzen, werden bald anfangen, wie Regentropfen vom Himmel zu fallen. Major General David Deptula schlug vor, die A10-Flotte in den kommenden 10 Jahren zu verschrotten. Schon wieder hängt das Schicksal der A10 am seidenen Faden. Und dieses Mal will die Air Force die Sache zu Ende bringen. May 27, 2003. Man sollte meinen, die A10 hätte sich inzwischen ihren Platz in der Air Force gesichert. Aber dann enthüllt die New York Times geheime Pläne über ihre Abschaffung. Es war das erste Mal, dass sich Generäle der Air Force so vehement für die komplette Abschaffung einsetzten. Das Pentagon bestreitet, die Warthog abschaffen zu wollen. Aber offenbar gibt es tatsächlich schon konkrete Pläne. Trotz der großen Erfolge der A-10 wusste die Air Force, dass es an der Zeit war, sie auszutauschen. Die Air Force wollte mit dem F-35 Joint Strike Fighter gleich beide ersetzen, die A-10 und die F-16. Die Lockheed Martin F-35. Sie fliegt hoch, sie fliegt schnell und sie ist sehr schwer zu orten. Der Unterschied von Aussehen und Konstruktion zur A-10 könnte nicht größer sein. Die F-35 hat entwickelte Sensoren und Waffen, die viele verschiedene Optionen der Luftnahunterstützung erlauben. Mit 1,5 Billionen US-Dollar ist die F-35 das teuerste Waffenprogramm des US-Verteidigungsministeriums, das es je gab. Sie kann den Luftraum überwachen. Sie kann über nahezu alle militärische Kommunikationsprotokolle kommunizieren. Ihre Möglichkeiten gehen weit über das hinaus, was die A-10 kann. Doch es gibt auch viel Kritik an der F-35. Es kommt immer wieder zu technischen Pannen. Die Kosten explodieren. Es passieren Unfälle. Das Pentagon hat die Testflüge des F-35-Kampfjets gestoppt. Die F-35 hat den Steuerzahler bis jetzt rund 400 Milliarden US-Dollar gekostet und ist Jahre hinter dem Zeitplan. Die F-35 sollte ursprünglich im Jahr 2015 einsatzfähig sein. Aber die Testphase ist noch lange nicht abgeschlossen. Das Flugzeug muss noch viele Tests absolvieren. Wir werden frühestens 2021 wissen, was es wirklich kann. Februar 2014, Washington DC. Air Force Stabschef General Mark Welch legt sein Budget für das Jahr 2015 offen. Die Warthogs sind darin nicht mehr berücksichtigt. Die A-10 hatte in ihrer jahrzehntelangen Karriere viele Feinde. Dieser ist besonders entschlossen. Das war ein Frontalangriff. Eine Kampagne, um die A-10 zu erledigen. Die Verteidiger der A-10 geben sich nicht so einfach geschlagen. Sie plädieren vor dem Kongress für die Rettung des Flugzeugs. Die A-10 wird sehr geliebt, vor allem von den Jungs am Boden und den Piloten, die sie fliegen. Die Verteidiger der A-10 werfen der Air Force vor, die Luftnahunterstützung zu vernachlässigen. Ich denke nicht, dass ein B-1-Bomber oder ein ferngesteuertes Flugzeug für die Bodentruppen dasselbe ist. Sie wollen die A-10.
2014 stimmt das US-Repräsentantenhaus gegen die Außerdienststellung der A-10. Das Flugzeug ist noch einmal gerettet. Aber auch seine Befürworter wissen, dass die Tage der A-10 gezählt sind. Ich verstehe, dass die Leute die A-10 mögen, aber wir müssen uns weiterentwickeln und brauchen ein zeitgemäßes Flugzeug. Die F-35 kann Luftnahunterstützung sogar noch besser leisten. Die A-10 Warthog. Sie ist nicht schön, sie ist nicht superschnell und sie kann keine spektakulären Tricks in der Luft. Die A-10 ist eher pragmatisch. Sie fliegt hin, erledigt den Job, fliegt wieder nach Hause. Ein robustes Flugzeug, das holt man nicht so leicht vom Himmel. Sie bringt den Krieg in der Luft mit dem Kampf der Truppen am Boden zusammen. Die A-10 ist ein Flugzeug, bei dessen Entwicklung der Mensch im Vordergrund stand. Es wurde für den Piloten entworfen, für den Soldaten am Boden und damit beide zusammenarbeiten können. Sie ist hart im Nehmen, schlagkräftig, hässlich, extrem wendig. Sie kann mehr einstecken als jedes andere Flugzeug der US Air Force. Wenn es für die Soldaten am Boden hart auf hart kommt, rufen Sie die Warthog.